Servus und grüß euch Leute. Wir sind wieder mal in meinem 5er BMW unterwegs. Wieder mal sind wir auf der Autobahn. Und wieder mal habe ich mir gedacht, okay, ich gehe ein bisschen näher auf die Thematik Automatikgetriebe ein. Automatikgetriebe. Was gilt es zu beachten bei einer Automatik? Beziehungsweise, wie kann ich mir sicher sein, dass die Automatik in Ordnung ist, wenn ich mir sowas zulegen will? Automatikgetriebe ist so simpel wie einfach. Wenn ich mir sowas zulegen möchte, dann schaue ich das natürlich. Am besten ist, man sucht sich Vergleichswerte, Referenzwerte. Für einen Laien ist es natürlich nicht so einfach, das Richtige zu finden, weil gerade Automatik ist ein sehr happiger Punkt. Ne? Jetzt kaufe ich mir ein Automatikfahrzeug und ich habe keine Ahnung davon. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich kann nicht bestimmen, ob die Automatik richtig arbeitet, ob das funktioniert, wie es gehört. Ne? Jetzt gehe ich natürlich her und suche mir Vergleichswerte. Ich hole mir von einem Freund ein Auto oder gehe Autoprobe fahren von irgendeinem Händler, das ein bisschen neuer ist, und schauen wir an, wie schaltet die Automatik. Dann habt ihr einmal, okay, so muss das funktionieren. Jetzt sagt man, okay, das ist nicht in meiner Preisklasse, ich will weniger Geld ausgeben fürs Auto. Dann kann ich ein Auto mit Automatik Probe fahren gehen. Ich weiß, wie das dann funktionieren muss, wie das ausschauen muss. Wenn ich das weiß, wie das ausschauen muss, gehe ich meinen Favoriten anschauen, schaue mir an, okay, wie schaltet der? Ist das auch so weich? Funktioniert das? Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man beachten kann, um eventuell keinen Griff in die Hosen zu machen. Jetzt kann man hergehen, und das ist mein Tipp an alle, die irgendwie Probleme haben mit einer Automatik. Man kann ziemlich einfach prüfen, wie gut die Automatik noch ist und beziehungsweise was zu machen ist. Wenn ich mir einsitze und ich fahre los, dann muss ich Folgendes machen, damit ich drauf komme, wie gut die Automatik funktioniert, schaltet und geht. Jetzt fahre ich zum Beispiel an, schalte auf manuell. Währenddessen ich auf manuell schalte, fahre ich den Gang ganz aus. Das heißt, ich drehe bis etwa beim Diesel, sagen wir 3.500, 4.000 Touren. Beim Benziner sind es eher so 4.500, 5.000, 5.500 Touren. Und halte das Gas dort. Also er soll wirklich 1-2 Sekunden dort verbringen. Und dann schalte ich einen Gang höher. Wenn ich aufschalte, und das ist ein Rucker zum Spieren, oder es kommt darauf an, ob es wirklich ein Schlag ist, oder ob es wirklich nur eine kurze Kraftunschlüssigkeit ist. Ne? Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Eine Kraftunschlüssigkeit, das kann durch ein schlechtes Öl passieren. Wenn er aber einen Schlag hat auf die Hinterachse, dann weißt du, okay, da passt was nicht. Dann kauft das Auto auch gar nicht. Wenn er das in Gang 2 auf 3, also von Gangwechsel 1 auf 2, beziehungsweise 2 auf 3, so ein leichtes Kraftunschlüssig oder ein leichtes Rucken ist okay. Aber sollte das in Gang, also auf Gangwechsel 3 auf 4, 4 auf 5, 5 auf 6 so sein, dann kannst du ganz stark davon ausgehen, dass das Automatikgetriebe schon ein Problem hat. Jedoch, und das muss euch auch bewusst sein, wenn ihr jetzt ein Auto kauft, das im Gangwechsel 1 auf 2, 2 auf 3 leicht druckt, ist ein Getriebeölwechsel fällig. Ein Getriebeölwechsel kostet mich bei ZF in etwa 650 bis 700 Euro. Da kosten allein die Teile 350 Euro, wenn ich das Original nehme. Was ihr an jeden Rad kauft, kein Nachbau klumpert bei den Sachen, kauft originale Sachen. ZF ist ein Riesenhersteller von genau solchen Sachen, Differentialgetriebe. Da kann man sich darauf verlassen, dass die Top-Qualität liefern. Jedoch bei so Nachbauten kann schon mal sein, dass ich einen Scheiß erwische. Und das ist einfach schlecht. Ist nicht immer gesagt, muss man auch dazu sagen, ich habe schon Nachbauten gesehen, die waren tiptop. Aber unterm Strich ist es sehr oft der Fall, dass eigentlich wirklich Scheißqualität geliefert wird. Bei einem Öl, das sehe ich auch noch ein, da gibt es relativ gute
Nebenhersteller wie Ravinol zum Beispiel, die stellen wirklich gutes Getriebeöl her. Jedoch irgendein Billigöl würde ich nicht empfehlen, also tut das ja nicht leiden. Wichtig ist auch beim Getriebeölwechsel Filter mittauschen. Das ist bei dem 6HP Getriebe ist es direkt in der Ölwanne. Das ist ja bei vielen Getrieben so, Automatikgetrieben so. Das wirst du dann einfach tauschen, der kostet halt ein bisschen mehr. Und das Öl ist auch ziemlich teuer. Und sport's nicht beim Öl. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das Öl hat mehrere Aufgaben mit dem Automatikgetriebe. Es schmiert, es kühlt und es sorgt für Antrieb. Und das soll ja funktionieren. Jetzt, wenn ein Öl wasserig ist oder nicht mehr so ist, wie es gehört, dann ist klar, dann funktioniert das auch nicht. Dann kann das Getriebe nicht richtig arbeiten. Dann geht man natürlich her, macht eine Getriebeölspülung, die kostet eben diese 600, ich brauche 20 Liter Öl für das. Ich glaube, 8 bis 9 Liter gehen ins Getriebe und ich spüle und das wirklich nur mit reinem Öl. Tut es ja nicht mit Chemie spülen. Fragt es immer vorher, wenn ihr zu einem Profi geht oder jemand, der sich Profi schimpft und ich frage ihm, hey, wie spülst du mein Getriebe? Und der sagt, ja, ich tue da ein Reinigungsmittel rein. Dann kannst du gleich sagen, okay, mein Auto gebe ich nicht dorthin. Weil das ist der Tod für alle Dichtungen, das ist der Tod für das gesamte Getriebe. Eine Getriebeölspülung passiert rein nur mit Öl. Der nimmt sauberes Öl und spült dein Getriebe mit sauberem, reinen, frischen Öl durch. Jetzt ist natürlich das Öl im Anschluss hin, das kann ich wegschmeißen, weil ich spüle damit das alte aus. Und ja, leider Gottes braucht es nur noch mal Öl. Tu jetzt aber ja nicht mit Chemie. Ich kann das nur noch mal betonen. Nicht mit Chemie. Wirklich. Das greift die Dichtung an. ZF sagt da unbedingt ohne Chemie. Zudem kann man Mechatronik überholen lassen. Eine neue Mechatronik ist ziemlich teuer. Die kostet 1.000-1.500 Euro, sowas glaube ich. Das ist halt viel Geld. Ne? Deshalb achtet einfach drauf, dass das funktioniert beim Kauf. Sollt's beim Händler einkaufen und das ruckert und zuckert, dann sagt sie ihm, hey, bitte mach einen Getriebeölwechsel. Auch wenn wenn ihr jetzt einen BMW kauft, bei BMW, Audi, überall sagst du das, da drucken sie rein, ist eine Lebenslangfüllung, Longlife-Füllung, da brauchst du nichts tauschen. Blödsinn. Lasst euch den Bär nicht aufbinden. Es ist tatsächlich so, dass alle mechanischen Teile, die aneinander reiben und wo Öl drinnen ist, dass auch Verschleiß stattfindet. Wo Verschleiß stattfindet, brauche ich einen Schmierstoff. Und der Schmierstoff, der kehrt halt hin und wieder tauscht. Ich habe bei dem Fahrzeug, wo wir gerade drinnen sitzen, bei Kilometer 141.000 die Getriebeölspülung durchgeführt. Ich muss sagen, das Öl hat echt noch gut ausgeschaut. Das muss ich echt gestehen. Es war halt etwas wasserig. Und ich habe es auch nur getauscht, weil ich wusste, okay, das ist fällig, es funktioniert alles. Mir ist aber aufgefallen, dass beim Tausch, dass es schon mal getauscht wurde. Das heißt, weiß ich nicht, wann derjenige das getauscht hat, ich schätze mal bei 80.000, weil er hat eine Anhängekupplung, hat sicher hin und wieder einen Hänger gezogen, aber das Getriebe schaltet bis heute butterwach. Und ich bin jetzt mittlerweile bei Kilometer 161.000. Unterm Strich muss man einfach sagen, Automatikgetriebe ist eine happige Geschichte, ja. Viele scheuen sich davor, muss man aber nicht. Es ist nur wichtig, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, habt ihr ja keine Probleme. Wenn ein Auto funktioniert, ist man einfach glücklich, oder? Ist halt so meine Meinung da dazu. Unterm Strich würde ich persönlich sagen, wenn ihr ein schönes Fahrzeug habt, das euch zusagt, wo motorisch alles passt und er hat Automatik, testet es, wenn sie funktioniert, funktioniert sie. Wenn nicht, Finger weg. Fertig. Und wenn ihr Automatik einmal habt und die funktioniert und ich kümmere mich und warte sie pünktlich und habe keinen Wartungsstau, dann werdet ihr sehen, ihr werdet lange erfreut mit dem Fahrzeug kommen, ohne Wenn und Aber. Unterm Strich bin ich damit jetzt durch. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen weiterhelfen können. Ich habe euch das ein bisschen näher bringen können. Unterm Strich ist es eh ganz einfach. Testen, Gänge ausdrehen, erst dann im ausgedrehten Zustand schalten. Schaltmanöver 1, 2, 2, 3, da darf er ganz leicht ruckern.
Schaltmanöver 3, 4, 4, 5, 5, 6. Wenn ihr da wo spürt, Finger weg. Ganz schnell die Finger weg. Ihr habt sonst keine Freude an dem Fahrzeug. Weil wenn ich das kaufe, um ein Schweinegeld und ich muss dann nochmal 2000 Euro einstecken, weil nichts funktioniert, dann ist das scheiße. Ah ja, und noch ein kleiner Tipp. Wenn ich ein Automatikgetriebe kaufen will, gibt es noch einen kleinen Schmäh, wie ich ganz leicht was testen kann. Ich kann hergehen und kann auf die Autobahn fahren, Tempo 100, 130, 150, ganz egal, und ich haue in den Tempomaten rein. Wenn ich dann im Tempomaten bin und der Drehzahlmesser schwankt um 100, 200, 300 Touren, dann weiß ich, dass mein Wandler eventuell ein Problem aufweist und dann gehört er eventuell tauscht. Das wird natürlich nochmal teurer. Dann rate ich an jeden Finger weg. Tut euch das nicht an. Es sei denn, er ist so günstig aufgrund dessen, dass man sagt, okay, es zahlt sich aus, ich kann das investieren. Das ist noch mehr ein Tausender. Dann kommt aber dort noch dazu die Getriebeölspülung, dann ist ganz schnell ein Zwarer weg. Wenn ich das aber jetzt um das günstiger kriege, ist es okay. Dann fahre ich zum nächsten ZF-Partner, lass das machen, fertig. Unterm Strich, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Ich bin da jetzt durch. Bye bye und pfiat euch.